liebe Skorpione, herzlich willkommen zu eurer Botschaft für mehr Liebe. Die Göttin, die uns heute Page stehen wird, ist Aphrodite, die Göttin der romantischen Liebe. Aber nicht nur das, sie ist auch Göttin für innere Liebe, für Selbstliebe, sowohl dafür als auch für Schönheit und Wohlstand. Und sie wird uns heute helfen, ein paar Botschaften für euch, für mehr Liebe herauszufinden, zu channeln. Ich habe jetzt das Tarot, wollte ich gar nicht, aber es ist jetzt da. Ich wollte eigentlich ein anderes, aber jetzt, dass da ist, nehmen wir es doch einfach. Welche Botschaft, Aphrodite, hast du für Skorpion? Was soll Skorpion wissen? Wir haben die zwei der Münzen auf dem Kopf. Das heißt, ja, deine Kämpfe sind bald vorbei. Ja, die zwei der Münzen, besonders deine Kämpfe in puncto Finanzen, die sind bald vorbei. Deine Struggles, deine der schwammige Untergrund, Probleme, deine Rechnung zu bezahlen, Probleme, die Miete zu bezahlen vielleicht sogar, das ist Gott sei Dank bald vorbei. Das kann dir Aphrodite prophezeien. Und wenn man nicht mehr im Überlebensmodus ist, dann kommt auch viel leichter Liebe ins Leben zurück. Wow, ja. Und hier kommt auch eine Benachrichtigung. Möglicherweise ist das eine positive Nachricht. Das wird jetzt hier eine Karrierelegung, habe ich das Gefühl. Es kann eine positive Nachricht auf eine Stelle sein, auf die du dich beworben hast. Mit harter Arbeit verbunden, aber dennoch wird dich das in die richtige Richtung führen. Okay, besonders wenn du mit den Finanzen haderst und haperst momentan, dann wird dir das auf jeden Fall auf den richtigen Weg helfen. Wie gesagt, also möglicherweise musst du, um wieder mehr Liebe in dein Leben zu lassen, musst du einfach aus diesem Überlebensmodus raus. Ne? Wenn man einfach den ganzen Tag nur sich Gedanken und Sorgen darüber macht, wo man seine nächste Miete oder die Stromrechnung herbekommt, dann hat man auch nicht sehr viel Zeit, sich ja dem schönen Dingen des Lebens zuzuwenden. Ne? Und ich glaube, hier sollten erstmal die Basis sollte stimmen, die Finanzen und alles Weitere, dass man halt Essen auf dem Tisch hat. Die Ressourcen müssen stimmen zuerst, okay? Ich mache das hier auch ein bisschen eng. So, wir haben den Hierophant. Ja, also hier kommt auf jeden Fall ein Vertrag rein für dich, ne? Und zwar etwas sehr Positives, was sehr Stabiles, was dir auch sehr viel mehr einbringt. Es kann sogar mehr Prestige sein, also mehr eine höhere Position, ja, also möglicherweise auch in deiner Firma, in der du bist, oder eine höhere Position bei einer anderen Firma. Vielleicht kennst du dich auch noch gar nicht so damit aus, was du jetzt bald machen wirst, aber du bist eingestellt worden aufgrund deiner Expertise. Ja, also ist vielleicht etwas Ungewöhnliches, was hier jetzt auf dich zukommt, aber es wird auf jeden Fall sehr stabil sein. Ja, und es geht schnell. Das kommt jetzt schnell rein, hier mit den 8 der Stäben. Das wird jetzt sich ganz schnell zum Positiven drehen, okay? Ja, der König der Stäbe ist schon da. Und der König der Stäbe kann hier durch den Job tatsächlich, kann hier jemand auftauchen, der sehr attraktiv ist. Der König der Stäbe ist mein Lieblingskönig. Sowieso das Set der Stäbe, das Königspaar, sind meine Lieblingskönige. Und der König der Stäbe ist ja äußerlich auch der attraktivste von allen. Ja? Er hat wirklich starkes Charisma, er sieht
gut aus, er ist sexy, ja. Kann natürlich ein Feuerzeichen sein, also Löwe, Widder und Schütze. Er kann das aber auch nur ausstrahlen oder hat halt verborgen im Mond oder im Aszendenten ein Feuerzeichen. Auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft, ne? Also diese Person hat so viel Charisma, diese Könige und Königinnen der Stäbe, die können einem wirklich von den Socken hauen, weil die eine Präsenz haben. Es wird dir auch auffallen, wenn diese Person in den Raum kommt, dass sich entweder die Köpfe drehen oder die Gespräche verstummen, ja. Also die, selbst wenn, ja, man sagt, ja, okay, er oder sie hat jetzt nicht, hat 3 Kilo zu viel oder so, oder 3 Kilo zu wenig, oder ist sehr dünn oder was auch immer. Dennoch, das Charisma dieser Person überstrahlt wirklich alles, ne? Die können noch ein bisschen eitel sein, dann wirst du sie auch erkennen. Also vielleicht das Haar wirklich muss liegen, ne? Halbe Stunde nur für die Haare aufwenden, das kann sein. Aber diese Person, dadurch, dass es natürlich ein König ist, ist das Äußere nicht der Hauptfokus dieser Person, sondern dass man das lebt, wofür man brennt. Okay? Also das Äußere wird dieser Person wichtig sein, aber es ist nicht der Hauptfokus. Wie beispielsweise beim Ritter der Stäbe, da wäre es vielleicht noch der Hauptfokus, weil diese Person unreif ist. Der König hat aber eine gewisse Reife und da geht die Kerze aus und wird andere Prioritäten legen als zum Beispiel der Ritter. Okay? Also hier ist tatsächlich eine komplette Liebeslegung für euch. Ja, wow. 6 der Stäbe. Also hier, ihr verzaubert im Gegenzug auch den König der Stäbe. Ne? Also es ist nicht einseitig hier. Diese Person kann eine höhere Stellung innehaben. Möglicherweise, wie gesagt, auch in der neuen Firma. Ich glaube nicht, dass es euer direkter Chef ist, sondern vielleicht der Leiter einer anderen Abteilung. Aber hier fliegen die Fetzen bzw. die Funken mit dieser neuen Person. Und du kannst dich halt auch endlich wieder darauf einlassen, weil deine Geldsorgen zu Ende sind, okay? So, ich ziehe euch jetzt noch 2 Tarotkarten. Dann gehen wir noch zu den Orakelkarten über. Das soll auch nur eine schnelle Botschaft sein, wenn auch zeitlos. Also egal, wann ihr darauf stoßt. Das kann für euch jetzt wichtig sein. Der Page der Münzen. Also Page kann natürlich immer, voilà, ist direkt keine rausgefallen, the lovers, die Liebenden, auf dem Kopf. Okay, der Page kann natürlich immer ein Kind sein. Also möglicherweise ist diese Person der Vater eurer zukünftigen Kinder, die Mutter eurer zukünftigen Kinder, das ist jetzt nicht genderspezifisch. Und ich glaube, und die Liebenden sind zwar auf dem Kopf, das sehe ich hier gar nicht so dermaßen als die Liebenden im Sinne von Liebe, sondern hier wird etwas Neues geboren. Das muss nicht mal jetzt direkt ein Kind sein. Es kann sein, also, ne, wie immer, ich weiß nicht, jemand meinte, immer kommt das. Ja, es ist halt vielleicht dann auch für dich wichtig, wenn ihr ständig die gleiche Nachricht bekommt, dann seid vorsichtig, seht euch vor. Also hier kann tatsächlich auch direkt eine Schwangerschaft passieren, wenn man nicht vorsichtig ist, ja. Also es kann sehr, sehr schnell gehen. Es kann aber sein, dass hier etwas Neues geboren wird, beispielsweise eine neue Beziehung. Und das geht sehr unbewusst hier voran. Okay, also hier wird keine Entscheidung getroffen, so von wegen, ja, okay, ab morgen sind wir zusammen, sondern das geht sehr flüssig ineinander über. Ihr lernt euch kennen, ihr versteht euch gut und plötzlich seid ihr in einer Beziehung, habt auch nicht wirklich darüber geredet, so jetzt sind wir in einer Beziehung. Das geht sehr organisch, sehr, sehr fließend ineinander über.
Und von daher, und der Page der Münzen ist auf jeden Fall auch natürlich eine Münzkarte, das heißt, da steckt was hinter. Das ist jetzt nicht ein kurzes Techtelmechtel, sondern hier wird etwas Neues geboren, was dann auch das Potenzial zu etwas Stabilem und etwas Festem hat. Okay? Für euch haben wir hier wirklich so eine Liebeslegung. Das habe ich nicht erwartet. Ich glaube, ihr seid auch eine der wenigen, die das bekommen haben. Okay. Aphrodite, hast du noch eine weitere Botschaft? Für die Skorpione, die zuhören. Sich selbst behaupten. Das scheint das Motto des Tages zu sein. Ich habe heute auch die Valentinsbotschaften für die Singles gedreht und ja, jetzt die kamen in, ich glaube, fast allen Legungen vor. Sich selbst behaupten. Stehe für deine Überzeugung ein und sage nur ja, wenn du das wirklich möchtest. Also, ne, eventuell geht es dann auch um den Job. Hier, ne? Also mit dem Hierophant, das ist ja schon etwas Gewichtiges und ja, ne? Es kann aber auch sein, dass es um diese Person geht. Vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, beim König der Stäbe sich ein bisschen zu zieren, aber verlass dich da auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl, ne? Also lass nicht alles mit dir machen, denn der König der Stäbe hat, ja, hat sehr starke Anforderungen. Er weiß, was er will und er erwartet es auch von seiner Königin. Ja, also egal, ob du männlich oder weiblich bist, das ist egal. Leg das einfach so, wie das für dich passt. Haben wir. Deine Verbindung zu Kindern sind ein Teil deines Lebenssinns. Also wie gesagt, möglicherweise ist diese Person die Person, die dein Baby Daddy, Baby Mama, ne? Also möglicherweise ein Partner, mit dem du Kinder bekommen kannst. Eine Familie gründen, wenn dich das interessiert. Vielleicht habt ihr aber auch schon Kinder, dann wird es sich das gut integrieren. Ne? Also wenn ihr schon Kinder habt oder euer Partner Kinder, das wird sich gut integrieren, die werden sich gut verstehen und das wird alles in Ordnung sein. So, dann ziehe ich euch zum Abschluss noch Romance Angels Cards. Wow. Okay, nicht so viele, aber die nehmen wir natürlich. Wir haben Pay Attention to the Red Flags, also achte auf die Warnzeichen. Die Zeichen warnen dich im Grunde. Ja, also hier, wie gesagt, achte auf dein Gefühl mit dieser Person. Ich glaube, dass der King, der König der Stäbe hier so ein bisschen, ich meine, er wird ja auch dargestellt als Pfau. Ne? Und ich glaube, dass diese Person auf jeden Fall auch Ladies Man sein könnte oder ne, halt viele Verehrer hier auf der Arbeit haben kann, wo auch immer. Und hier wirklich achte auf deine Gefühle, weil du wirst hier herausstechen mit deiner Art. Also es geht tatsächlich darum, sei du selber, behaupte dich selbst. Also wenn der König der Stäbe versucht, dich auf die Probe zu stellen, ja, das kann durchaus passieren, ne? Hier so ein kleiner arroganter König der Stäbe. Ich liebe den König der Stäbe wirklich. Aber er kann arrogant sein. Und sollte der hier dir blöd kommen, dann werde ich auch. Nimm da kein Blatt vor den Mund. Ich weiß, Skorpione können das. Ich kenne einige von euch. Eine meiner besten Freundinnen ist auch Skorpion. Ihr könnt das. Und von daher lasst euch hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Das, also verstellt euch da nicht. Seid, wie ihr seid. Und lasst euch nicht auf die Probe stellen hier, okay? So, dann eine letzte Karte noch. Flirt. Extend your light-hearted energy to others. Also reiche deine leichtherzige Energie an andere weiter.
Also auf jeden Fall. Du darfst sehr gerne. Der König der Stäbe ist ein großartiger Flirtkünstler. Definitiv. Also hier darfst du auch, weil ich weiß auch, Skorpione können extrem gut flirten. Du darfst deine Skills auspacken, deine Fähigkeiten auspacken. Du darfst flirten, was das Zeug hält. Also ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass ihr hier sehr gut zusammenpasst mit dem König der Stäbe. Hier ist auch, ne, es wird hier was Neues geboren, in die Welt geboren. Das heißt, also ich habe hier sehr, sehr gute, ein sehr gutes Gefühl, was hier das angeht. Sei einfach du selbst und hör auf dein Bauchgefühl. Lass dich nicht veräppeln und dann wird sich alles von selber mit den Liebenden, wird sich alles ganz von selber fügen und plötzlich seid ihr in einer Beziehung und habt es fast gar nicht gemerkt. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, dass ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr mich darüber hinaus unterstützen möchtet, mich und meine Arbeit, dann könnt ihr mir beispielsweise ein Trinkgeld hinterlassen über das Super Thanks, das kleine Herz unter diesem Video. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die findet ihr in der Infobox bzw. im angepinnten Kommentar. Und ja, ich sage nochmal danke, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao!